Wir freuen uns, dich auf Schloss Bellenburg begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Ach, ich würde mich freuen, wenn du heute vor dem Konzert eine Tasse Tee mit mir trinken würdest. Sehr gern. Ich frage mich, wo Lukas nur so lange bleibt. Prinzessin, ich habe seine Garderobe und das ganze Schloss durchsucht, aber er ist spurlos verschwunden. Lukas Stern ist verschwunden. Ich rufe besser die Paw Patrol. Paw Patrol, ich bin so froh, euch zu sehen. Hallo Prinzessin, wir haben uns sehr beeilt. Rocky, wir beide suchen das Schloss von innen nach Lukas ab. Sky, du siehst dich draußen um. Und los! Ja, alles klar. Auf geht's! Ich fürchte, sie werden ihn niemals finden. Und dass ich ganz alleine auftreten muss. Hinter diesen Wänden ist er nicht. Mach trotzdem weiter. Sky, schon irgendeine Spur? Warte mal, ich sehe etwas. Sieht aus wie ein Hut. Er klemmt in einem Fenster im Ostturm. Gut gemacht, Sky. Die Innenwand des Ostturms befindet sich ungefähr hier. Rocky, schnell, sieh mal nach. Wahnsinn, ein geheimer Fahrstuhl. Das ist Lukas. Er ist da oben eingesperrt. Gut gemacht, Rocky. Rubble, Sky, wir treffen uns vor dem Schloss. Schon unterwegs, Ryder. Großer Greifer. Mein Glückshut! Danke, Paw Patrol. Ihr habt mich gerettet. Ich wollte anrufen, aber Schnuffinchen hat mein Handy gestohlen und mich eingesperrt. Hauptsache, es geht dir gut. Und jetzt schnell zum Konzert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lukas Stern! Guten Abend, Bellenburg! Entschuldigt bitte die Verspätung. Lukas! Also, Fellfreunde. Die Tiere sorgen für Chaos im Schloss. Wir müssen sie einfangen, bevor jemand verletzt wird. Und der Graf hängt am Turm fest. Oh nein, oh nein, oh nein. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ja, ich bin der Flughund. Und Chase. Das ist ein Fall für Chase. Die Pfotenmission geht los. Paw Patrol. Wollen Sie mal fliegen? Oh, danke schön. Gern geschehen. Lasergitter! Ja, so ist es brav. Und jetzt kommst du mit. Huh? Chase, Marshall kommt jetzt mit ein paar tierischen Freunden. Hierher, Marshall! Zur Falltür! Das sind alle gewesen. Aber wie sind die Tiere eigentlich ins Schloss gekommen? Ich glaube, das war Schnuffinchens Werk. Sie hat die Krone. Und die gebe ich nicht mehr her. Ihr erwischt mich nie. Doch nicht da lang. Ich glaube, er geht unter. Zuma, zieh dir das mal an. Ryder, der Elefant versinkt im Schlamm. Wir müssen ihn schnell rausholen. Chase, wir brauchen sowas wie ein Luftkissen. Drei, zwei, eins und los! Gerettet! Das habt ihr alle gut gemacht. Die Krone gehört mir. Auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Wir werden dringend in Bellenburg gebraucht. Dann ist das wohl eine Pfotenmission. Robohund, wechsle sofort in den Tarnmodus. Paw Patrol, ich bin so froh, dass ihr da seid. Ich bin verschwunden. Ihr Porträt, genauer gesagt. Chase, sieh nach, ob du in der Nähe der Staffelei Hinweise findest. Ryder, dieser gelbe Fleck auf dem Boden riecht irgendwie nach Käse. Oui, das ist die außergewöhnliche Zutat in meiner schnell trocknenden Farbe. Los, folge dem Geruch, Chase. Es ist Schnuffinchen, sie hat das Gemälde. Schnuffinchen, wo ist das königliche Porträt? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Das ist ein Bild von mir. Das ist der Geruch von François' Käsefarbe und er geht von diesem Bild aus. Ich würde gern noch bleiben und schnuppern, aber wir müssen los. Thank you.
Delfinchen würde nicht mit dem Bild fliehen, wenn es in Wirklichkeit nicht das Porträt der Prinzessin wäre. Meine Nase sagt mir das Gleiche. Die Pumpmission geht los! Schnuffinchen, wie ungezogen von dir, mit meinem königlichen Gemälde fangen zu spielen. Ich habe es nicht weggenommen, meine Prinzessin. Siehst du? Danke, dass ihr es zurückgeholt habt, Paw Patrol. Gern geschehen. Wenn euer Gemälde wieder mal verschwindet, ein Anruf reicht. Frau Bürgermeisterin. Ryder, dies ist ein Notfall, ein Notfall. Die Henrietta-Statue ist verschwunden. Die Paw Patrol macht sich sofort auf den Weg. Es könnte helfen, wenn wir wüssten, in welche Richtung der Dieb gelaufen ist. Chase, versuch mit deiner Wärmebildbrille etwas herauszufinden. Ich habe was gefunden, eine Spur. Sie endet am Gullideckel. Chase, schick deine Flugkamera los. Vielleicht findet sie etwas in den unterirdischen Tunneln. Huch, Start! Da ist die Statue! Ja! Aber warum bewegt sie sich? Bürgermeister Besserwisser, hätte ich mir denken können. Hey, was soll das? Ich habe die Paw Patrol nicht zu meiner Diebstahlparty eingeladen. Bürgermeister Besserwisser muss die Flugkamera ausgeschaltet haben. Dann müssen wir ihn eben auf eine andere Art verfolgen. Hey, was gibt es, Ryder? Bürgermeister Besserwisser hat die Henrietta-Statue gestohlen und versucht damit, durch die unterirdischen Tunnel zu entkommen. Komm mit deinem Luftkissenboot zum Schachteingang. Ryder, guck mal! Es ist Zeit für ein Bad! Warte, der Wasserschwall ist zu stark. Er würde uns rausschleudern und weit in die Bucht katapultieren. Dieser Tunnel führt in unsere Stadt. Ah, ein Krokodil! Schnell Rückwärtsgang einlegen! Chase, Sky, haltet euch bereit für einen besonders fetten Fang. Ihr müsst sofort den Katzenkopf verlassen, Kätzchen. Schrecklich peinlich. Gut gemacht, Paw Patrol. Und schön hinter den Flügeln putzen. Sie haben sie ja ganz schmutzig gemacht. Na schön, also gut. In früheren Zeiten, wann immer es Vollmond war, mussten die Leute immer gut aufpassen, wenn sie nach draußen gingen. Denn es konnte passieren, dass er sich anschlich und die Leute erblickte. Er lag auf der Lauer und heulte. Die Leute nannten ihn den wilden Werwelpen. Rocky rockt und geht jetzt schlafen. Wow, ich bin wirklich schnell. Ich wünschte, meine Freunde könnten mich jetzt sehen. Oh, aber vielleicht würden sie sich erschrecken. Puh, hier riecht's nach Stinktier. Na sowas, Fumi hat sich noch nie ein Stinktier gefürchtet. Hey, warte, hab keine Angst. Wow, ich kann wirklich weit springen. Ein Werwelpe zu sein macht richtig Spaß. Ist da jemand? Los, geh weg, Bär. Oder ruh. Ich bin's doch nur, Rocky, der Werwelpe. Werwelpe? Da hatte wohl jemand einen ziemlich aufregenden Traum. Aber den Bären hast du ganz schön Angst eingejagt und unsere Marshmallows gerettet. Danke sehr. Das stimmt. Tja, Hilfe holen ist ganz leicht. Einmal heulen reicht. Ihr habt toll beim Aufbau mitgeholfen, Freunde. Wir werden morgen am Cowboy-Tag so viel Spaß haben, das weiß ich. Ich werde jubeln, je. Das klingt nach Ärger im Schweinepferch. Nanu, sie schlafwandelt. Die
Ich steck fest. Ich ruf besser die Paw Patrol. Danke, Rubble. Wie geht's Ihrem Fuß? Er ist voller Matsch, aber sonst geht's ihm gut. Ja, Freunde. Rubble, schieb die Heuballen rüber, um die Bürgermeisterin aufzufangen. Da ist sie! Chase, sie reitet direkt auf Oscar und Henrietta zu. Bin schon unterwegs! Sky, du musst sie aus der Luft retten. Wir müssen sie irgendwie vom Rand fernhalten, bis Sky hier ist. Chase, du musst da hoch. Saugnapfpfoten! Frau Bürgermeisterin, stehen bleiben! Und hab sie! Oh, entschuldige, hab ich irgendwas verpasst? Ich hatte einen tollen Traum. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Die Ruff-Ruff-Gang hat den Bürgermeister aus seiner Höhle vertrieben. Ah. Und hoch auf den Baum geworfen? Ja, genau, Rocky. Für diesen Einsatz brauchen wir... Marshall. Marshall macht's. Motorradmäßig. Und Rubble. Rubble ist der Motorretter. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Da sind wir, Herr Bürgermeister. Marshall, hilf ihm runter. Rubble, räum den Felsbrocken weg. Sie brauchen keine Angst zu haben, Herr Bürgermeister. Wir holen Sie sicher runter. Ah, seht euch das Chaos an. Ah, und Sie haben meine Kätzchen mitgenommen. Wir bringen Ihnen die Kätzchen wieder. Wildcat, du musst sofort in die Nachbarstadt kommen. Dieser Kater ist bereit für eine wilde Fahrt. Oh Mann, Wildcat ist wirklich schnell. Ja, legen wir los. Es ist vorbei. Ihr habt genug Krawall gemacht. Wo sind die Kätzchen? Sie sind da unten. Wir übernehmen das. Chase, Rocky. Das ist ein Fall für Chase. Rocky, Rock. Ryder, ich bin bereit. Ruff, Seilwinde. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Seil lösen. Rocky, Speziallieferung. Hab sie. Und wenn Ihre Kätzchen wieder mal verschwinden, ein Anruf reicht. So zu tun, als ob mein Zeh gebrochen ist, war die beste Idee überhaupt. Nennt mich ab heute einfach Bürgermeister. Voll genial! Welche Taste muss ich jetzt drücken? Walter! Frau Fröhlich an Ryder! Keine Sorge, Frau Fröhlich. Wir retten Walter. Chase, fahr schon vor und halte den Bürgermeister mit deinem Netz auf. Bitte nicht! Bitte nicht spritzen! Das Netz war keine gute Idee. Der Bürgermeister rast mit den Tieren zum Fluss. Fellfreunde, wir treffen uns am Fluss. Wir müssen außerdem noch ein paar Tiere retten. Bau am Flussufer eine Barrikade auf. Sky, nimm bloß das Stinktier mit! Walter, na los, komm rüber! Wofür ist denn dieser Knopf? Eine weiche Landung. Gut gemacht, Zuma. Gut gefahren, Walter. Ah, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Das ist der Moment für einen Freudentanz. Der gebrochene Zeh tut wohl gar nicht mehr weh. Oh. Ryder, Fellfreunde, ich danke euch, dass ihr Walter gerettet habt.
und Bürgermeister Besserwisser. Dankeschön, Paw Patrol. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Bürgermeister Besserwissers Ball poltert überall in der Stadt herum und macht das schöne Melonenfest kaputt. Für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Du kannst den Ball mit deinem Netz auffangen und verhindern, dass er noch mehr kaputt macht. Und Rocky. Du kannst mit deinem Werkzeug alles reparieren, was der Ball schon kaputt gemacht hat. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Schnell, Chase, dein Netz. Ja, geschafft. Ja. Oh nein, so geht das aber nicht, du großer Möchtegern-Melonen-Missetäter. Gut festhalten, wir werden sie retten. Und ich weiß auch schon die Richtige für diesen Einsatz. Ich bin hier drüben! Ich bin hier drüben! Das war knapp! Dieser Ball hüpft ja wie verrückt! Wir müssen ihn so lange stoppen, bis Skye die Bürgermeisterin gerettet hat. Das ist es. Rocky, die Reparaturen können warten. Sieh mal in deinem Fahrzeug nach. Wir brauchen einen Basketballkorb. Seht mal, es muss nur noch ein bisschen umgebaut werden. Jetzt ist es der größte Basketballkorb der Welt. Nicht groß genug, damit die künstliche Melone da durchpasst, aber groß genug, um sie aufzufangen. Auf geht's. Das sollte klappen. Gerade rechtzeitig. Chase, deine Tennisballkanone. Wir helfen gern, wenn Sie wieder mal auf einem Ball hüpfen, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danny hat sich den gefährlichsten Ort für ein Mittagessen ausgesucht. Hoch über der Schlucht und dann hat der Wind ihn kopfüber gewirbelt. Gott sei Dank trägt er einen Sicherheitsgurt. Trotzdem müssen wir ihn darunter holen. Hier kommt das Sicherheitsnetz. Hallo, Danny. Wohl eher baumelnder, Danny. Ich helfe dir, dich wieder richtig rumzudrehen. Vorsicht! Ich will nicht, dass mein megatolles Mittagessen runterfällt. Okay, aber wir sind hier, um dich zu retten. Das Essen kann warten. Greifer! Hey, klasse! Wir haben es geschafft. Ist das Ryder? Ich bin gleich da. Danke für das Netz, Chase. Danke, wow! Ich wusste gar nicht, dass dieses Rad fliegen kann. Das Video wird bestimmt ganz toll. Aufgepasst, ich radle jetzt runter. Oder auch nicht. Oh, Danny ist in noch größerer Gefahr. Feldfreunde, wir brauchen euch alle in der Luft, um Danny aufzufangen. Nice! Wir begleiten dich jetzt nach unten. Ich finde, das ist eine ganz tolle Idee. Die Paw Patrol sind die Besten! Das war eine echt irre Fahrt. Und den rasanten Abgang bei diesem genialen Stunt verdanke ich der Paw Patrol. Danke, Ryder. Hey, Stunthilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Wir müssen Bürgermeisterin Gutherz und ihre Freundin Helga Besserwisser aus einer tiefen Schlucht befreien. Also für diesen Einsatz brauchen wir Chase. Das ist ein Fall für Chase. Der Rand der Schlucht ist sehr bröckelig. Es wird ziemlich schwierig sein, guten Halt zu finden. Also brauchen wir auch Rubble. Rubble ist der Retter. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hallo, Bürgermeisterin Gutherz und Frau Besserwisser. Geht es Ihnen gut? Oh, viel besser jetzt, wo ihr hier seid. Okay, Ryder. Mein Seil müsste von hier aus bis zu Ihnen reichen. Dieser Abhang ist allerdings sehr rutschig. Mein Kran wird das schon schaffen. Danke, Rubble. Ruff, Seilwinde. Oh, gut gezielt, Chase. Ruff, Seilwinde einziehen. Immer schön langsam. Halten Sie sich gut fest.
Ihr, das habt ihr toll gemacht. Wir helfen, wo wir können. Und jetzt sollten wir Bürgermeister Besserwisser suchen. Oh, irgendwie muss ich an diese Blume rankommen. Ja, nicht rollen. Ich will meine Bessie-Mami. Komm her. Ich bin ja hier, Gummibärchen. Oh, Mami, da habe ich Glück. Sieh mal, Mutter, ich habe die Hühnertulpe gefunden. Wow! Bravo! Jetzt kann sich jeder, der hier vorbeikommt, an der Schönheit der Hühnertulpe erfreuen. Dank der waghalsigen Rettung der Paw Patrol. Oh, gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Wenn es wieder mal Tulpenprobleme gibt, ein Anruf reicht. Der Wind pfeift aber ganz schön. Ein Glück, dass wir heute Nacht drinnen bleiben können. Hallo, Bauer Alfred. Ryder, Rüsselchen ist in Panik geraten. Er hat sich vor dem Donner erschreckt und ist weggelaufen. Wir helfen Ihnen beim Suchen. Rüsselchen! 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 Da ist er ja! Ryder, ich sehe Rüsselchen in der Schlucht. Und los! Da ist er! Ich bleibe in der Nähe, falls ihr noch Hilfe braucht. Chase, wir klettern jetzt runter. So knapp, Pfoten! Schon gut, Rüsselchen. Wir holen dich in 0, nichts hier raus. Okay, na komm her. Er ist zu unruhig, wir können ihn nicht tragen. Sky, lass den Rettungsgurt runter. Hab ihn. Ganz ruhig, Rüsselchen. Bald bist du wieder bei Bauer Alfred. Sky, es kann losgehen. Na dann wollen wir mal. Ryder, das Gewitter ist direkt über der Abenteuerbucht. Flieg nicht zu nah an das Gewitter, Sky. Nimm den Umweg über die Berge und über die Bucht. Okay, Rüsselchen. Es wird zwar etwas länger dauern, aber wir bringen dich sicher nach Hause. Wir sind gleich zu Hause, Rüsselchen. Wenn ich den Bauernhof finde. Fantastisch! Köpfe hoch! Sind das Kühe? Sie leuchten euch den Weg nach Hause. Ah, da ist ja mein kleines Rüsselchen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ihr habt Rüsselchen zurückgebracht. Ich danke euch allen. Kein Problem, Bauer Alfred. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein reicht. Okay, Freunde, ich komme jetzt. Boo, ich sehe dich. Niemand hier. Ihr seid wirklich gut im Verstecken. Nur Geduld, Meckerliese, kleine Lämmer. Ihr kriegt gleich euer Abendessen. Oh, ich muss den Eimer wieder auffüllen. Jetzt ist das Dach vom Silo runtergekracht. Au! Mein Mais ist leichte Beute für diese hungrigen Vögel. Weg mit euch! Kusch! Die Vögel haben ihre Freunde gerufen. Ha, da rufe ich wohl besser die Paw Patrol. Oh nein! Oh, sie essen immer mehr! Paw Patrol, ihr kommt gerade rechtzeitig, um diese hungrigen Vögel zu vertreiben. Jetzt kann ich das Silo-Dach reparieren, bevor wir es wieder aufsetzen. Chase, benutzt dein Megafon, um diese Vögel zu verjagen. Megafon! Kusch, Vögel, kusch! Verschwindet vom Silo! Das gilt auch für dich, Möwe! Gut gemacht, Chase. Weiter so. Danke, Ryder. Das habt ihr gut gemacht, Paw Patrol. Ich hab das Dach repariert und jetzt kann es wieder drauf. Okay, Sky. Hebt das runde Dach wieder zurück auf seinen Platz. Nächster Halt, Silo-Dach. Ein Silo-Dach im Anflug. Aha, sehr gut, Sky. Danke, Paw Patrol. Jetzt kann ich den Rest von meinem Mais im Silo einlagern. Wenn ihr Silo-Dach mal wieder wegfliegt, ein Anruf reicht. Hey, wer will heute Mais zum Abendbrot? Ich hab jede Menge. Wir sind so froh, dass du wieder da bist. Ja, was ist die Überraschung? Rex? Hallo alle zusammen, ich bin Rex. Hallo, Rex. Schön, dich kennenzulernen. Willkommen in der Abenteuerbucht. Sie sind die nettesten Hunde, die ich je getroffen habe. Eigentlich sind sie die einzigen Hunde, die ich je getroffen habe. Du bist noch nie einem anderen Hund begegnet? Nein,
Da, wo ich herkomme, bin ich der einzige Hund. Woher kommst du? Das ist der zweite Teil meiner Überraschung. Fahren wir mit dem Paw Patroller? Nein, damit. Wahnsinnswagen! Cooles Fahrzeug! Also, Fellfreunde, alle an Bord! Verrückt! Das ist aber schön im Märchen! Wow, was ist das? Riesig! Willkommen in der Dino-Wildnis. Das sind Triceratops und das sind Velociraptoren. Die sind so toll. Oh, das sind Pterodaktylen. Sie sehen aus wie Vögel. Habt ihr gewusst, dass es Flugsaurier gibt? Nein, aber jetzt schon. Kommt mit, ich zeige euch noch was. Das ist mein Zuhause. Wahnsinn, wie toll! Ich wohne hier mit Tina und Dr. Tollpatsch. Sie ist die beste Dino-Tierärztin der Welt. Es ist wirklich total spannend hier, Rex. Ja. Können wir vielleicht eine Rundfahrt im Dino-Patroller machen? Das ist ein toller Name dafür. Auf zum Dino-Patroller! Ich fliege um die Welt mit meinem großen Ballon. Entdecke viele Städte aus dem Lexikon. Bin hier und dort überall, über Meer, über Land hinfort. Ich bin der Reise Reinhard. Und dies ist die Reise Reinhard Show. Oh, ein kleiner Seeadler. Du kriegst auch einen schönen Namen von mir. Adlietta. Adlietta, da ist er. Der Nordpol. Ohne Schnee? Hallo, Tracker. Was gibt's? Guck mal. Was für ein Wind im Wunderland. Das sind Henrietta und Reinhard. Sieh, und er denkt, er ist am Nordpol. Wir sind schon unterwegs. Probehund fliegt zum Dschungel. Hola, Ryder. Er ist da oben. Gut festhalten, Reinhard. Wir holen sie da runter. Ryder, wie kommst dann du ganz hier rauf zum frostigen Nordpol? Chase, du musst dein Netz auswerfen, damit Reinhard und Henrietta reinspringen können. Wir holen sie jetzt darunter, Reinhard. Aber wir müssen uns beeilen, sieh mal. Dieses Abenteuer wird von Minute zu Minute faszinierender. Chase, wirf jetzt dein Netz aus. Ruff! Netz! Oh, wo ist die Spinne, die dieses Netz gewebt hat? Sie muss riesengroß sein. Und nun wird's Zeit, sich zu verabschieden von dem aufregenden Nordpol. Leider musste ich Abschied nehmen von meiner ach so treuen Gefährtin, Adlietta. Aber ich habe einen neuen gefunden. Wohin jetzt, Hamsterretta? Der Mais ist reif und kann geerntet werden. Henrietta schmeckt er bereits. Was ist das? Der Pflückomat. Damit ist die Maisernte blitzschnell erledigt. Das ist ja geradezu märchenhaft. Vielleicht kann der Pflückomat auch andere Sachen ernten. Damit würden wir viel Zeit sparen. Ja, er kann Steckrüben und Kürbisse ernten. Oh, Henrietta liebt diese Steckrüben. Wohin ist denn mein Handtaschenhühnchen nur verschwunden? Pflücken, pflücken. Oh nein! Was ist denn mit dem Pflückomat los? Er ist außer Kontrolle. Und ich finde mein allerliebstes Lieblingshühnchen nicht. Wir rufen besser die Paw Patrol. Pflücken, pflücken. Sky, hast du schon Henrietta gefunden? Noch nicht, Ryder. Ich such weiter. Oh! Rocky, kannst du sehen, was mit dem Pflückomat nicht stimmt? Hä? Nein, aber dafür habe ich Henrietta gefunden. Das Dumme ist nur, sie ist in dem Pflückomat. Sky, wir haben Henrietta. Sie ist in dem Pflückomat. Schon unterwegs.
Greifer. Hier, Henrietta, halt dich fest. Pflücken. Oh, wohin fliegt der Pflückomat? Na komm, Henrietta. Ich kenne jemanden, der sich riesig freut, dich wieder zu haben. Oh, Frau Bürgermeisterin, hier ist sie. Oh, ich danke dir, Sky. Du bist die Beste. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Die Tollpatsch schweben in Dino-Gefahr. Sie sitzen auf einem wild gewordenen Triceratops. Und das muss sehr holprig sein. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ich heb jetzt ab. Und Rex? Auf ins Dino-Abenteuer. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Oh, flieg weg, fürchterliches Flatterwesen. Chase, wir müssen ihn unbedingt ablenken. Ruff! Tennisballkanone! Sky, das ist deine Chance. Halten Sie sich am Grund fest! Los, du gehst zuerst! Danke! Einen haben wir, einen muss ich noch holen. Ach, Flix, und zugenäht! Oh, Dino! Ich stecke schon bis zur Brust im Teer. Probehund, senke den Greifer vom Dino-Patroller in die Grube. Rex, versuch den Dino zu beruhigen. Ja, mach ich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir holen dich hier raus. Nur noch anschneiden. Rauf mit ihm. Gut gemacht. Und jetzt holen wir François. Dino-Kralle! Ah, merci, Rex. Robohund, du kannst sie rausheben. Danke für die Rettung aus dem prähistorischen Pulverfass, Paw Patrol. Das haben wir gern gemacht. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Herzlich willkommen zur Riesenballonparade in der Abenteuerwurst. Ja! Hä? Wahnsinn! Was ist das? Was ist das? Jetzt sehen alle zu mir auf. Wurde aber auch Zeit. Also, soweit ich das sehe, steht auf meinem Plan kein Besserwisser-Ballon drauf. Aber als gute Nachbarn werden wir natürlich eine Ausnahme machen. Bürgermeister Besserwisser, bitte reihen Sie sich am Paradenende ein. Rocky, der Ballon von Bürgermeister Besserwisser saust durch die Gegend. Du musst ihn retten. Rocky, rock! Du hältst doch den armen Besserwisser-Ballon, bitte! In seinem Fuß ist ein Loch. Wenn du es schaffst, es mit deinem Greifer abzuklemmen, wird er langsamer und der Air Patroller kann ihn festhalten. Das kriege ich bestimmt hin. Greifer! Ryder, das Loch ist zu. Pfotenstark. Jetzt kannst du wieder loslassen, Rocky. Und ist die Parade endlich vorbei? Sie fängt gerade erst an. Möchte jemand einen Erinnerungsballon? Und viel Spaß noch beim Ballonparadetag. Das ist die beste Parade überhaupt! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Frau Gutherz und Bauer Alfred wurden beim Fallschirmspringen auf einen Felsvorsprung geweht. Wow, das sieht gefährlich aus! Sie werden von einem Berglöwen beobachtet. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Ich heb jetzt ab! Außerdem brauchen wir Spion Chase. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ich bin wirklich erleichtert, dass du da bist. So, komm, Henrietta. Herr Jemini, Henrietta! Ich
Ich hab dich, Hühnerdame. Ah! Toll, danke, Sky. Ich komm gleich wieder, um Sie abzuholen, Frau Bürgermeisterin. Die Berglöwin klettert zur Bürgermeisterin rauf. Wir müssen sie unbedingt da wegholen. Ruff, Seilrutsche. Ruff, Megafon. Frau Bürgermeisterin, nehmen Sie die Seilrutsche, um runterzukommen. Also, ich bin doch wirklich mutig. Aber nicht mutig genug, einer Berglöwin zu begegnen. Was hat Bürgermeisterin Gutherz vor? Das war vielleicht doch nicht die beste Idee. Klitzekleine Löwenbabys, wie süß. Ryder, wir müssen sie in Sicherheit bringen. Marshall, wir brauchen dich hier auf dem Berg. Ich komm sofort. Halten Sie sich an der Leiter fest, Frau Bürgermeisterin. Oh nein, das lässt du besser bleiben. Wir wollen doch nicht, dass du dir noch wehtust. Nein. Wir bringen das Katzenbaby zurück zu seiner Mami. Gut gemacht, Marshall. Ja, Marshall, das war wirklich mutig. Und so süß diese Katzenbabys auch sind, ich habe mein Herz an ein Hühnchen verloren. Komm her, Liebes. Hallo, Captain Tollpatsch. Wie gefällt es Oma Tilly bei Ihnen? Wir haben ein Problem. Sie driftet auf dem diebischen Delfin dahin. Oh, also sie ist ziemlich weit draußen. Aber keine Sorge, kein Delfin zu schnell, keine Pfote zu klein. Weiter so, Delfin! Du bringst mich doch nicht etwa zurück zur Flunder, oder? Keine Angst, Oma Tilly. Wir sind hier, um Sie zu retten. Oh, das ist ja wirklich reizend von euch. Chase, Zuma, los geht's! Chase, los, 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 Zuma, los, los, los! Wo ist jetzt dieser Delfin? Hallo, Hunde! Da war der Delfin. Also schön, Herr Delfin. Jetzt kehren wir um. Oma Tilly hat Probleme, sich festzuhalten. Chase, Leckerbissen auswerfen. Ei, ei. Wuh. Werfer. Leckerbissen, ahoi. Gut gezielt, Chase. Du bist dran, Zuma. Fahr in ihre Nähe, falls die Oma abrutscht. Alles klar. Und jetzt Luftkissenboot surfen. Alles klar. Willkommen beim Paw Patrol Rettungskurs. Wahnsinn! Sky hat echt eine coole Ausrüstung. Es macht ihr bestimmt nichts aus, wenn ich das mal anprobiere. Wuff, wuff! Flügel! Das ist ja sowas von extrem. Das müssen meine Fans sehen. Hallöchen, X-Fans! Draufgänger Danny X fliegt hoch am Himmel! Wow! Das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte! Hilfe! Hilfe! Oh, wie schön! Was für ein tolles Flugwetter heute! Danny fliegt! Ich muss Ryder anrufen. Vielleicht hätte ich doch besser vorher ein paar Flugstunden bei Sky nehmen sollen! Los, verschwinde! Ich weiß nicht, wie ich das Ding lenken kann. Musst du nicht ein Nest bauen oder sowas? Seht mal, da vorne ist Danny. Sieht aus, als wenn er versucht, vor einem Adler wegzufliegen. Chase, halte dein Netz bereit. Ich bin bereit, Ryder. Ich glaube, ich habe den Adler in den Wolken abgehängt. Oh nein, da ist er wieder! Chase, dein Netz! Ruff, Netz! Und so geht wieder ein Draufgänger-Danny-X-Abenteuer zu Ende. Entschuldige, dass ich mir deine Flügel geborgt habe. Das war ein bisschen zu draufgängerisch. Sogar für mich. Ist schon gut, Danny. Ein Glück ist dir nichts passiert.
Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Unsere Hilfe ist wieder mal gefragt. Zwei Äffchen haben Kaugummiblasen gemacht und der Wind hat sie weggeweht. Wir müssen uns beeilen, sie zu finden und sie wieder auf den Boden holen. Für diesen Einsatz brauchen wir Tracker. Du suchst mit deinem Spürsinn nach den beiden Äffchen und bringst sie sicher nach Hause. Ich bin ganz Ohr. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder! Der Wind weht sie immer höher. Bleib bei ihnen. Hilfe ist unterwegs. Chase, bitte komm. Wir brauchen dich und dein Netz, um die Kaugummi-Äffchen vor dem Boden aufzufangen. Das ist ein Fall für Chase. Tracker, bring die Blasen mit deinen Kabeln zum Platzen. Chase fängt die Äffchen mit seinem Netz auf. Alles klar, Ryder. Ich versuch's. Netz! Erwischt! Oh nein, das Äffchen klebt an dem Netz. Wie sollen wir jetzt das letzte Äffchen retten? Ich habe eine Idee. Rocky, das letzte Äffchen weht in deine Richtung. Wir brauchen deine Hilfe, um es aufzufangen. Rocky rockt. Da bin ich, Ryder. Was soll ich tun? Du musst deinen Staubsauger auf umgekehrt schalten, damit er die Luft rausbläst. Wir pusten das Chiclet zu einer Riesenblase auf, damit Mara darauf landen kann. Sie muss noch ein bisschen größer werden. Oh oh, der Toucan hat einen spitzen Schnabel. Wenn wir die Ballons befüllt haben, kann es endlich losgehen mit unserem Essen. Wer hat das alles umgestoßen? Guck mal, Tante Gutherz. Ein fliegender Truthahn. Was? Ich rufe sofort die Paw Patrol. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Ryder, Henrietta ist völlig schockiert. Die Truthahn-Hüpfburg ist weggeflogen. Weggeflogen? Ich sehe sie. Und noch etwas anderes. Eins von Bürgermeister Besserwissers Kätzchen. Wir sind gleich da. Keine Truthahn-Hüpfburg zu hoch, keine Pfote zu klein. Ryder, ich nähere mich der Hüpfburg. Super, wir sind direkt hinter dir, Sky. Ryder, ich sehe einen Ring unten an der Truthahn-Hüpfburg. Ich mache meinen Haken dran fest und bringe sie zurück zum Boden. Sehr gut, wir retten zuerst das Kätzchen und dann die Truthahn-Hüpfburg. Chase, spann dein Netz auf. Wuch, wuch, Netz! Ryder, guck mal. Noch nicht den Haken anbringen, da sind noch mehr Kätzchen. Jetzt noch die schwebende Hüpfburg fangen. Ruff, Haken! Hab sie! Gut gemacht, Sky. Und jetzt zurück. Wir wollen pünktlich beim Essen sein. Ryder, ich möchte mich bei euch dafür bedanken, dass ihr meine Kätzchen gerettet habt. Das haben wir gern gemacht. Sollten sie wieder mal mit einer Hüpfburg davonschweben, ein Anruf reicht. Danke nochmal für das Brot. Ja. Wiedersehen. Ich habe offenbar nur Brot im Kopf, denn ich rieche frisch gebackenes. Was ist hier los? Passt auf, es kommt direkt auf uns zu. Sky, wir haben eine Kuhherde in einem fliegenden Bauernhaus. Komm mit dem Hubschrauber und beeil dich. Ja, ich bin der Flughund. Ryder, ich sehe das fliegende Bauernhaus. Sky, kannst du die Kühe mit dem Bauernhaus zum Landen bringen? Wir haben noch ein paar Brotliebhaber, Ryder. Husch, husch. Oh Mann, Kulinda, du verlierst an Höhe. Ich glaube, wir müssen uns auf eine Notlandung vorbereiten. Chase, du musst sofort die Straße räumen. Rocky, bereite eine Landebahn vor. Gut gemacht, Ryder.
gemacht, Fellfreunde. So, Sky, jetzt bist du dran. Langsam absetzen. Oh nein! Juhu! Ja, ja, gute Arbeit! Gemacht. Oh, Ryder, ich bedanke mich bei dir und den Hunden für eine der gewagtesten Rettungsaktionen, die ich je gesehen habe. Keine Ursache, Bauer Alfred. Und wenn wieder mal ein riesiges aufgeblasenes Brot ihr Bauernhaus zum Fliegen bringt, ein Anruf reicht. Ein merkwürdiger Traum. Sieh mal. Wir wollen den Strand schön sauber haben und sicher für die Meeresschildkröten. Sie schwimmen heute an Land, um ihre Eier zu legen. Und fertig. Achtung, Meeresschildkröten! Eure müllfreie Eierablagestelle ist fertig. Müllfrei, hä? Ich weiß. Wir werden diesen Strand so vermüllen, dass die Schildkröten nicht in seine Nähe kommen. Dann müssen sie rüberschwimmen zu unserer Stadt. Es gibt nur ein kleines Problem dabei. Rocky! Dieser Hund sammelt den Müll schneller ein, als wir ihn verteilen können. Wir müssen ihn irgendwie von hier fernhalten. Müll im Wasser? Ich möchte nicht, dass die Meeresschildkröten da hineinschwimmen. Ich muss etwas tun. Schleppboot! Komm sofort her! Hey, das ist meine Hundemarke! Ich brauche ein Transportmittel. Mit dieser Ausrüstung habe ich den besten Düsenantrieb aller Zeiten. Wiederverwerten ist toll! Ich habe sogar Pfefferminzbonbons gefunden. Zwar nicht mehr essbar, aber gut zum Abzischen. Abenteuerbucht, ich komme! Rocky, Rocky, wie kommst du denn hierher? Kätzchen, sofort den Müll abwerfen! Das könnte euch so passen. Ich glaube, das gehört mir. Okay, Ryder, ich habe mein Schleppboot wieder. Die Meeresschildkröten schwimmen auf den Strand zu. Tolle Neuigkeiten und tolle Arbeit, Rocky. Die Schildkröten sind da. Hip, hip. Mini-Patrol, es kommt ein schlimmes Unwetter. Und das wird unser Kreidebild kaputt machen. Wir müssen unbedingt verhindern, dass es nass wird. Die kleinen Helfer legen los. Okay, du bleibst schön hier und beschützt das Kreidebild. Wow, oh nein, der Wind weht den Mini-Patrol weg. Nicht so schnell. Halt! Oh nein, ich rufe lieber die Paw Patrol. Bin ich froh, dass ihr hier seid. Marshall? Leiter hoch! Nichts passiert. Ryder, ich glaube, Katzi kann sich nicht mehr lange halten. Chase, schieß dein Netz ab. Ruff, Netz! Gut gefangen. Julia, Julius, wir müssen ihre Regenschirme abnehmen, sonst werden sie wieder weggeweht. Hä? Gackert uns diese Hecke etwa an? Das Geräusch kommt nicht von der Hecke. Es ist Henrietta. Gut. Gut gemacht, Freunde. Alex, am besten bringen wir schon mal alle rein. Ist das schön, alle in Sicherheit zu sehen. Aber der Regen wird trotzdem unser Bild wegspülen. Das war doch eine tolle Idee, es mit Hilfe der Mini-Patrol abzudecken. Ich glaube, es kann noch funktionieren. Ah! Unser Kreidebild ist gerettet. Falls wieder mal Regen kommt und dir deinen bildschönen Tag vermasselt, ein Anruf reicht. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Das ging ja schnell, Fellfreunde. Überall in der Abenteuerbucht verschwinden Handys. Na, Jemine! Katzi! Und deshalb kann uns niemand anrufen.
Deshalb ist das hier ein ultimativer Polizeieinsatz. Chase, du als Polizeihund kannst das Team anführen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um den Fall zu lösen. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Bin ich froh, dass ihr hier seid, Paw Patrol. Wir schaffen das, Kathi. Marshall, nimm deine Leiter und hol Kathi da runter. Mach ich, Chef. Pfeffer, können Sie uns sagen, was hier passiert ist? Ich hatte gerade Körnerknacken gespielt, als ich hörte, wie meine Mülltonnen umfielen. Also ging ich hin, um sie aufzuheben und ließ mein Handy hier. Vielleicht finden wir noch mehr Hinweise in der Nähe der Mülltonnen. Rocky, guck mal, ob du was mit deinem Suchgerät rausfindest. Suchgerät. Chase, ich habe Spuren gefunden. Sie sind wirklich klein. Können Geister Spuren hinterlassen? Diese Spuren riechen nach Melone. Folgt diesem Geruch. Es ist ein Waschbär. Ein tanzender Waschbär. Jetzt verstehe ich es. Waschbären suchen nachts nach Nahrung. Deshalb hat er es auf die Melonen abgesehen. Ich habe eine Idee. Was hast du vor? Alles klar, kleiner Waschbär. Tanzen wir zu Körnerknacken! Vielen Dank! Ihr seid geschafft. Die Besten! Danke, Fellfreunde! Dankeschön, Ryder! Gern geschehen! Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Eins der Kätzchen vom Bürgermeister sitzt auf einem Baum fest. Zumindest denke ich, dass es ein Kätzchen ist. Wie auch immer. Unsere Aufgabe ist es, es zu retten. Für diesen Einsatz brauchen wir... Marshall, du musst versuchen, mit deiner Leiter an das Kätzchen ranzukommen. Ich bin bereit. Rettungshund. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Schnell, Paw Patrol! Mein Schmuckstück steckt immer noch auf dem Baum fest. Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Die Paw Patrol und ich retten. Ist das da oben etwa Ihr Schnurrbart? Aber natürlich, Ryder. Was hast du denn gedacht, wovon ich spreche? Alles gut, Herr Bürgermeister. Wir schaffen das. Alex, Wahnsinn! Der ist viel, viel schöner als der echte. Das heißt, ich muss mir den Schnurrbart selbst wiederholen. Noch einmal wirst du mir nicht entkommen. Oh, verflixt, diesen Filzstift-Schnurrbart kann man nicht zwirbeln. Bürgermeister Besserwisser, halt! Ah, na endlich. Nichts kann mich davon abhalten, mein Schmuckstück wieder dahin zu bringen. Kommen Sie! Schnell! Ohne Kratzer. Ja, das stimmt. Aber mein Schnurrbart ist immer noch da drin. So schnell geben wir nicht auf. Rocky? Alles klar. Tada! Mein Schnurrbart. Oh, ich hab dich ja so vermisst. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Das neue Känguru der Segelohrs Hopsi hüpft durch die ganze Stadt. Es hat Alex hoch oben aufs Riesenrad geschleudert. Das ist aber ein Riesensprung. Und jetzt ist Hopsi verschwunden. Marshall, du musst mit deiner Leiter Alex vom Riesenrad runterholen. Und Chase, du musst mit deiner Detektivspürnase das entlaufene Känguru aufspüren. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Marshall, du weißt, was du tun musst. Chase, fahr los und such nach dem Känguru. Beeile dich, Marshall. Meine Hose ist irgendwie... Oh, oh. Ich komme. Oh. Oh. Alles in Ordnung? Ja, danke, Marshall. Da ist sie! Megafon! Hopsi, komm her, Hopsi. Jetzt geht's nach Hause. Sieht so aus, als wenn sie nach irgendetwas sucht. Aber wenn Henrietta hier ist, bedeutet das, Roxy ist mit der Bürgermeisterin bei der Schlucht. Bürgermeisterin Gutherz. Jetzt haben wir wirklich einen großen Notfall. Sky, Rocky, wir brauchen euch dringend bei der Schlucht. Geht klar. Verstanden.
nehmen einen Haken. Geschafft! Gemacht, Fellfreunde. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der Ballon vom reisenden Reinhard ist kaputt gegangen und irgendwo in der Antarktis gelandet. Everest, du suchst mit dem Schneemobil vom Boden aus nach Reinhard und seinem Ballon. Und Rocky, du reparierst Reinhards Ballon mit deinem Werkzeug. Rocky rockt! Ich habe Reinhards Ballon gefunden. Gut gemacht, Everest. Wir sind unterwegs. Komisch, hier ist zwar sein Ballon, aber wo ist Reinhard? Sieh dich doch mal um. Vielleicht findest du irgendwo Spuren. Ryder, hier sind Pinguinspuren und Fußabdrücke. Sie führen in diese Richtung. Die Spuren führen zu dieser Höhle. Reinhard muss da drin sein. Reinhard! Das gibt's doch nicht. Ich bin hier, um sie da rauszuholen. Aber ich kann nicht näher ranfahren. Das Schneemobil ist zu schwer. Klebstoff. Gut, der Flicken wäre jetzt drauf. Ryder, Reinhard steckt in einer Höhle fest. Nein. Aber das Schneemobil ist für eine Rettungsaktion zu schwer. Hilfe ist unterwegs. Rubble, wir brauchen dich und dein Schwebebord, damit wir Reinhard retten können. Rubble ist der Retter. Keine Angst, Pinguine. Ich helfe euch. Folgt mir. Reinhard, geht es Ihnen gut? Greifen Sie nach meinem Bord und nicht loslassen. Gut gemacht, Fellfreunde. Er ist so gut wie neu. Danke, Rocky. Tut mir leid, Reinhard, aber mit der Karte habe ich das Loch geflickt. Kein Problem. Ich verlasse mich einfach auf meinen untrüglichen Entdeckerinstinkt, um nach Hause zu finden. Ich bin immer da, wohin der Wind mich weht. Vielen Dank für alles, Puppetrol. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Vielen Dank, dass ihr euch so beeilt habt. Als der Schulbus kam, war Alex nicht da. Er ist verschwunden. Oh nein. Was? Komisch. Keine Sorge, wir finden ihn. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du musst mit deinem Hubschrauber aus der Luft nach ihm suchen. Benutz deine Fernsichtbrille. Ich heb jetzt ab! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Sky, hast du Alex schon gesichtet? Hilfe! Alex und die Mini-Patrol sind auf der Flunder. Und das Boot fährt ganz alleine. Oh nein! Captain Tollpatsch, das Kaninchen und die Maus sind ins Wasser gefallen. Ich komme sofort. Zuma, du kommst bitte mit deinem Luftkissenboot zur Robbeninsel. Ab ins Wasser! Alex, keine Sorge, ich rette euch aus der Luft. Ja, wir sind gerettet. Kinder, ich habe kaum noch die Kraft, den Karton hochzuhalten. Sekunde, das haben wir sofort. Rettungsring! Danke, Zuma. Du hast die süßen Tierchen und die Muffins vor einem Salzwasserbad bewahrt. Willkommen an Bord, Captain Tollpatsch. Danke, Ryder. Aber jemand muss flugs die Flunder stoppen, bevor sie die Robbeninsel rammt. Zuma, du übernimmst das Steuer. Alles klar. Ich muss einen Riesensprung machen. Luftkissenboot, alleine fahren. Na, dann wollen wir mal die Richtung wechseln. Weg von der Robbeninsel. Ja! Hallo Opa, ich laufe nie wieder weg, ohne Bescheid zu sagen. Danke, dass ihr meine Muffins und die Mini-Patrol gerettet habt. Das haben wir gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Seht euch die ganzen Folgen von Paw Patrol auf Nickelodeon an.